Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Witcher. Wir sind nach langer Zeit wieder da, zurück mit unserem Lieblingshexer, mit Geralt von Riva. Und wir haben ja den Tempelbezirk von Vizima endlich erreicht, das erste Kapitel abgeschlossen und sind jetzt wenigstens am Anfang der Stadt. Und ja, wenn sich wirklich noch von euch welche fragen, warum jetzt so lange keine Folge kam, dann schaut euch die letzte Folge an, Episode 16. Da erkläre ich am Schluss, warum dieses Let's Play jetzt nur noch so sporadisch kommt. Und ja, wie gesagt, schaut euch das an. Ich möchte eigentlich nicht mehr viel dazu sagen. Und ich möchte, bevor wir hier wirklich loslegen und die Stadt erkunden, unsere neuen Abenteuer durchleben, erst einmal einen lieben Gruß auch an den werten Roger Lynch senden, denn er kommentiert hier ganz fleißig mit, fast unter jedem Teil, und das, muss ich sagen, gefällt mir ziemlich sehr, denn ich freue mich natürlich immer, wenn ihr kommentiert, wenn ihr sagt, wie es euch gefällt, Tipps und alles Mögliche auch erlaubt. Also, Grüße an dich, Roger Lynch, und vielen Dank, dass du so eifrig dabei bist. So, wir sind also endlich im Tempelbezirk angekommen. Es ist hier gerade früher Morgen, glaube ich, 6 Uhr irgendwas, und wir müssen weiterhin die Salamandra verfolgen. Siegfried, der junge Mann vom Orden, hat uns gesagt, wir sollen zum Detektiv gehen. Tür zum Haus des Detektivs. Das soll ja das Erste sein, was wir tun. Dann machen wir das auch gleich mal. Und danach werden wir uns erst einmal diese Stadt anschauen. Hallo Stadtbewohnerin. Ja, Geralt, bitte. Und ja, dann werden wir weitersehen. Aber als erstes mal kümmern wir uns um den Detektiven. Haus des Detektiv Raimund. Uiuiui. Was für ein Ort ist das? Holztruhe. Ich habe schon lange kein The Witcher mehr gespielt. Buch. Also ich glaube, ich muss auch erst wieder reinfinden. Erstmal das Buch lesen. Das gibt ja meistens immer irgendwas Gutes. Noch irgendwas. Wir können das alte Regal ausnehmen. Also ich muss mich auch wieder mit dem Spiel vertraut machen, liebe Freunde. Gott, ich habe jetzt, was weiß ich, wie lange kein Witcher mehr gespielt. Ihr könnt euch denken, wann die letzte Folge rausgekommen ist, und dann ein paar Tage vorher habe ich das letzte Mal gespielt. Und auch ich muss mich jetzt erst hier wieder einfinden. Erst räumen wir natürlich Raimunds Sachen aus, denn wir sind schließlich Geralt von Riva. Warum haben wir eigentlich so wenig Sachen im Inventar? Wir hatten doch viel mehr, wir hatten auch viel mehr Gold, glaube ich. Raimund Malove, und der hat wohl ähnliche Zuckungen im Bett, und das ist ein Papagei. Wir plündern erst seine Truhe. Ein Feuerstein. Den Kleiderschrank. Okay, brauchen wir nicht. Kleiderschrank. Nochmal Feuerstein. Aber ich glaube... ich glaube, unsere Sachen sind noch im Kerker, denn wir waren ja eingesperrt in der letzten Folge. Ah, das machen wir gleich. Erstmal reden wir mit Raimund, dem Detektiv. So, so, so. Wen haben wir denn hier? Ich bin Geralt von Rivien. Ein Krieger wie kein anderer. Euer Ruf eilt euch voraus. Wie kann ich helfen? Ich suche Informationen. Bin ich hier richtig? Gute Frage. Ich habe früher für die Anwälte Kodringer und Fenn gearbeitet. Die Namen sagen mir nichts. Aber ich nehme an, das ist eine Empfehlung. Als Profi ist euch gewiss klar, dass Informationen ihren Preis haben. Ich werde bezahlen. Ich bin ganz Ohr. Weißer Wolf. Und natürlich ist der gute Raimund nicht so nett und ja, macht das umsonst. Wir müssen ihn natürlich bezahlen. Mich interessieren Leute, die Salamandra-Zeichen tragen. Das ist ja unsere Hauptziel. Wir müssen die Salamandra finden, denn die haben die Mutagene der Hexer geklaut. Die Geschichte, alles in den ersten Episoden, liebe Freunde. Mich interessieren die Leute, die Salamander-Abzeichen tragen. Zufällig weiß ich darüber ein, zwei Dinge. Aber bevor ich weiterrede, wüsste ich gern, welches Interesse ihr an dem Fall habt. Oh mein Gott, ich habe einfach offene Rechnung oder Asayavet, sagt euch der Name was. Das sieht wieder nach einer Entscheidung aus. Okay, das Problem ist, wir kennen diesen Raimund nicht. Und wenn ihr gleich mit Asayavet rausrücken, könnte das auch eine Falle sein. Ich würde sagen, wir halten uns erstmal bedeckt, Freunde, und sagen, wir haben offene Rechnungen. Und ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Ich habe ein paar offene Rechnungen.
Willkommen im Club. Das kostet euch 100 Orens. Ja, 100 Orens können wir entbehren. Aber trotzdem, 100 Orens für solche Informationen. Immer diese Diebstähle da, naja. Hier ist das Gold. Erzählt mir alles, was ihr über den Anführer der Salamander wisst. Ich arbeite schon eine ganze Weile an dem Fall. Wie ist das denn? Fahrt fort. Das interessiert uns eigentlich relativ wenig, ob das persönlich ist. Fahrt fort. Azayavit, ein Magier aus Zerikanien, ist der Anführer der Salamandra. Gefährlicher als eine Grube voll Kikimoren, aber leider unerreichbar für mich. Mit seinen Kontakten und Ressourcen kann er sich in der Stadt beinahe uneingeschränkt betätigen. Ich habe am eigenen Leib verspürt, wozu er fähig ist. Noch etwas? Ich vermute, die Salamandra haben eine groß angelegte Organisation aufgebaut. Gold ist lediglich das Schmiermittel für ihre politischen Ambitionen. Sie betreiben genetische Experimente, und zwar gefährliche. Gewöhnliche Schurken hätten dazu weder das Wissen noch die Mittel. Wer arbeitet für Javed? Irgendwelche Vermutungen? Der Hauptmann der Wache, der die Ermittlungen fallen ließ, verschwindet des Nachts. Vielleicht könnt ihr ein paar Informationen aus ihm herauspressen. Ist das alles? Es könnte noch einen Hinweis geben. Die Stadtwachen haben jemanden festgenommen, der etwas weiß. Die Wachen? Im Kerker? Ja. Findet einen Weg, den Gefangenen zu verhören. Und bringt so viel ihr könnt von den Wachen in Erfahrung. Verlasst euch drauf. Die Leute neigen dazu, sich mir zu öffnen. Seine Informationen könnten unschätzbar wertvoll sein. Viel Glück. Okay, also wir müssen uns an den Hauptmann der Wache, Vincent Meiss, den haben wir auch in der letzten Folge kennengelernt, und wir müssen das Gefängnis aufsuchen. Alles zwei Sachen, die gut reinpassen, denn da müssen wir sowieso unsere Sachen wiederholen. Aber wir können ihn ja noch weiter ausfragen. Wisst ihr noch mehr über den gefangenen Salamandra? Er ist womöglich einer der Anführer. Obwohl in dieser Stadt eigentlich eher die kleinen Fische hängen und die großen frei herumlaufen. Aber genaueres wissen wir erst, wenn ihr ihn verhört habt. Wir werden sehen. Noch etwas. Ich glaube, ihr werdet verfolgt. Irgendwelche Vorschläge? Wartet eine Weile hier. Macht sie nervös. Überrascht die, die euch überraschen wollen. Ich gehe um Mitternacht. Okay, wir müssen also... der legt sich leider ins Bett. Wir müssen also warten bis Mitternacht. Denn scheinbar werden wir verfolgt, was mir in dieser Stadt nicht gerade unwahrscheinlich vorkommt. Der Hexer lässt sich Zeit. Der Professor. Er muss einen anderen Weg genommen haben. Aber egal. So muss es sein. Ich nehme an, die Falle ist gestellt. Oh ja. Kümmert euch um eure Aufgaben im Händlerviertel. Ich überlasse die Sache unserem besten Agenten. Man kennt mich aber auf den Kampf vorbereitet. Oh mein Gott. Es beginnt, Freunde. So, erstmal kümmern wir uns um dich, mein Freund. Ihr wagt es, die Salamandra herauszufordern? Nein, ich vernichte die Salamandra, du Hund. So, jetzt zu dir. Pisskopf. Und wir sind wieder im Spiel, Freunde. Geralt hat das Kämpfen scheinbar nicht verlernt. Aber wir wissen also auch, dass der Professor sich hier rumtreibt. Wir sind nicht allein. Aber das ist ja auch was, was, sagen wir mal, zu erwarten war. Okay. Also, jetzt ist praktisch wieder Mitternacht, also es hat gar nichts gebracht. Wir müssen also in der Stadt nach Hinweisen suchen, wo die Salamandra unterwegs sind. Und darum schauen wir uns die Stadt jetzt gleich mal an. Der Tempelbezirk von Visima. Hier ist der Stadtkerker. Haus des Hehlers Thaler. Okay. Und Vincents Posten. Vincent Meiss und Stadtkerker sind die beiden Hinweise, die wir bisher haben.
Krankenhausstraße. Okay, ein armer Mann, ein Bettler also scheinbar. Man sieht hier viele, ja, sozial schwache Leute. Stadtwache, das ist das Krankenhaus, das hiesige Krankenhaus. Und man sieht hier viele schwächer, sozial schwache Leute. Was natürlich auch ein Zeichen ist, dass in diesem Tempelplatz, oh, ein Tempel. Was ist denn das für ein Ritter? Bewegt euch! Ritter des Ordens. Okay. Das sind wohl die Spezialeinheiten. Und hier haben wir das Kloster des Ordens. Und dort ist ein Geist. Okay, ich gehe dann mal ein bisschen weiter weg. Das ist alles mir ein bisschen zu viel für den Anfang. Wir wollen ja erstmal die Stadt erkunden, liebe Freunde. Und was haben wir hier unten? Das Elendsviertel. Okay, hier sich eines anrüchigen Viertels rühmen. Hier gibt es dann wohl wirklich die sozial Schwachen. Mit Schurken und Banditenanführern. Okay, hier ist wirklich die Hölle los. Rausschmeißer. Lichter mit Fackeln. Hier geht's wohl dann richtig ab. Okay. So. Oh. Geralt, bitte. Streng dich an. Ich habe das Gefühl, dass hier viele, viele Dinge laufen, die nicht gerade schön sind. Was haben wir hier? Okay, hier geht's nicht weiter. Unbekanntes Kraut. Können wir nicht pflücken? Können wir nicht pflücken? So. Hier kann man noch lang. Die alten Völker bewohnen dieses Gebiet. Zwergenhandwerker und Elfenkünstler. Okay, das ist also das Anderlinge-Viertel. Denn wie wir ja schon in diesem Spiel kennengelernt haben. Überreste? Okay. Was ist das? Mein Gott! Ein Flatterer! Vampire sind ja also auch unterwegs. Vesima steckt voller Überraschungen. Ihr seid tot. Und die Salamandra, die verfolgen uns scheinbar mit 80 Mann, seit wir hier in der Stadt sind. Komm her. Huh? Ein Zwerg hilft uns, oh mein Gott. Scheiß auf friedliche Koexistenz. Du sagst es, Bro. Hier ist wirklich mehr als die Hölle los. Erdbeeren. Und nehmen wir mal Fistech. Können wir auch mal mitnehmen. Alles mitnehmen, was geht. Fangzähne. Können wir verkaufen, glaube ich. Also. Wir haben übernatürliche Wesen, wir haben Salamandra. Wir fühlen uns hier richtig heimisch schon, liebe Freunde. Und wir sind gerade mal ein paar Minuten hier in dieser Stadt. Aber naja, das ist halt The Witcher. Die Welt ist voller Sachen, die man erkunden und entdecken kann. So. Okay, den Bezirk muss ich noch entdecken. Hier liegt schon wieder jemand rum. Ein Hund. Okay. Hier geht es wieder aus dem Anderlinge-Viertel raus. Und die Straße der fahrenden Händler, also die Händlersstraße. Wow. Duri, du bist wirklich gut. Kaufmannsstraße. Also die Kaufmänner. Die Eskolab-Schlange. Ich würde den Narren gern treffen, der Häutung mit Heilkunst in Verbindung gebracht hat. Okay. Scheinbar ist Geralt von dieser Schlange nicht gerade angetan, liebe Freunde. Krankenhaus des Propheten Mayo, das ist also das Krankenhaus.
Das haben wir von vorne schon gesehen. Straße der Helden der Wache. Ach, und hier ist der Kerker. Gut, sehr gut, sehr gut. Und hier ist Wachlokal. Wachlokal. Ich sehe zwar kein Lokal, aber es ist ein Wachlokal. So, wir haben... Nee, das fehlt noch. Wir haben die Sima fast komplett entdeckt, Freunde. Bevor wir uns zum Kerker dann wagen können. Wo müssen wir jetzt eigentlich noch hin? Denn das, ich will noch kurz die Karte völlig aufdecken. Weil dann können wir in der nächsten Episode richtig durchstarten. Es hat keinen Sinn, den Himmel zu verfluchen. Wer würde das jemals tun, den Himmel verfluchen? Ach ja, ich weiß, was noch fehlt. Der Friedhof oder wo auch immer die Geister da hinten waren. Hallöchen. Oh mein Gott, ein Geist. Erscheinung. Ist die böse oder lieb? Der Friedhof. Tote und Untote warten hinter diesem Tor. Jede Menge Arbeit für einen Hexer. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Aber die Erscheinung scheint ja uns wohlgesonnen zu sein. Oh! Nein, nein, sorry! Ja, ich gehe dann mal weg. Wir haben nämlich kein Silberschwert bei uns, deshalb können wir leider nicht angreifen. Okay. Ja, wir haben es überstanden. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall die ganze Karte mal aufgedeckt, wissen wo was ist. Jetzt müssen wir nur noch in den Kerker unsere Sachen holen. Und dann können wir bei Tagesanbruch durchstarten. Ziemlich verwirrend hier, muss ich sagen. Da werden wir wohl noch ein paar Episoden brauchen. Bis wir da vollkommen durchblicken. Zumindest ich, vielleicht versteht ihr das ja schon. Wir haben auf jeden Fall Jethro. Der hat ja unsere Sachen, soviel ich weiß. Ihr habt die Gorgo getötet. Im Namen von König Foltest gewähre ich euch offiziell Pardon. Endlich hat diese Posse ein Ende. Nehmt eure Habseligkeiten aus der Truhe, ehe ich sie verkaufe. Und vergesst nicht die Belohnung, die auf den Kopf der Gorgo ausgesetzt wurde. Vincent ist ganz verrückt nach Trophäen. Ah, endlich kann ich mich entspannen. Ich werde inspizieren, was wir hier beschlagnahmt haben. Ausrüstung bester Qualität. Okay. Endlich können wir unsere Sachen wiederholen. Ah, das sieht doch schon viel, viel besser aus. Unser Schwert. Jetzt haben wir endlich beide Schwerter, Freunde. Über 1000 Orens. Silberner Ring, den nehmen wir mit. Schwalbe natürlich. Hier. Roter Meteorit. Kann nicht schaden. Weißer Honig. Apfelwasser. Ein roter Schal. Die Zutaten, Haftbefehl. Wir können eigentlich fast alles mitnehmen. Buch des Waldkrauts, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wenn wir das schon gelesen haben, brauchen wir das alles nicht mehr. Bergestschädel können wir verkaufen. So, das sieht doch schon wieder viel besser aus, Freunde. Wir sind wieder im Spiel. Geralt von Riva ist bereit, voll ausgerüstet und die Stadt erkundet. Wir wissen, es wird hart werden, denn hier ist alles. Hier sind Monster, hier sind Salamandras. Und wir müssen einem Geheimnis auf die Spur kommen. Wir müssen herausfinden, wie die Salamandra vorgeht und wie wir hinkommen zu ihnen. Und Azayah wird ausfindig machen. Das und mehr, womöglich in der nächsten Episode von Let's Play The Witcher.